So, jetzt hoffe ich, funktioniert wieder alles. Ding, irgendwas funktioniert ja nämlich gerade nicht, deswegen muss ich jetzt nochmal ganz kurz den Stream neu starten. Ah, die Amis Ich werden bin wach. außer Reichweite. Punkt 9 Uhr, Leggy. Mit Post. Punkt 0 Uhr meinte ich, nicht 9 Uhr. 9 Uhr ist jetzt bei denen so. So, dem schicken wir jetzt das, das und das. Hallo? Wieso geht's nicht? Wieso kann ich keine Post versenden? Ich muss näher ran. Machen wir mal einmal Reload, vielleicht klappt's ja dann. Zu Wilton. Aha, okay, Reload hat funktioniert. Und das geht an Palo Sor. Gut, das müsste eigentlich an der Vistro gehen hier. Küchenerei aus irgendeinem. Okay, das ist Küchenerei. Dann hat das hier mit Lederer zu tun. Sternholz habe ich immer noch keine Ahnung, was es ist. Aber das große Siegel wollte ich auch nicht hin. Ich gehe jetzt noch einmal in den Hafen, segne die Dinger. Ganz ruhig. Hä? Ich dachte, ich habe ihn Sprecht los. angesprochen. Sandala. Segnen wir jetzt noch schnell die Barren, geben die Berufsquest noch schnell ab. Und ja, morgen wie gesagt 118, 119, 120 und dann sind wir durch mit dem Stream. Das heißt, morgen ist der letzte Tag, wo ich stream. Auf der einen Seite juhu, auf der anderen Seite schade. Aber wir sind, oder ich bin ja eh noch nicht ganz durch mit allen Quests. Von daher, da gibt es noch viel zu entdecken auf 120. Nur, ich habe gesagt, es ist ein Stream von 110 bis Ja, 120 und dann ist endlich vorbei, ne? hier Und nicht. daran halte ich mich dann auch. Ein bisschen froh bin ich dann doch, weil ich dann endlich Was nicht treibt mehr ihr so hier? viel Was wollt ihr, quatschen muss. Tastermann? Immer schön aufpassen. Ich hatte heute nämlich auf Arbeit schon ein Dings Hals Gedönse. So. Bergbau. Sturmsilber gesegnet. Da unten muss ich hin. Der sieht jetzt übrigens sehr schick aus, ne? Der Umhang. Der gefällt mir. Ach da. Dreht mir besser nicht den Rücken zu. Könnt ihr ja. Geht mit Gianni zum Glück. Mehr das Ernste segnen und sich zurück. Okay, ich habe jetzt die gesegneten Barren. Dann gehen wir jetzt. Doof. Ich bin doof. Dann gehen wir jetzt eben zu unserem Schiff. Ich muss jetzt auch den Stream einmal gerade neu starten, weil schon wieder dieses Mikrofonproblem irgendwie da war. Und jetzt gehen wir noch eben zu dem Schiff. Holen die komischen Speertypen hier ab. Holen unsere Kriegsmission ab. Kleiner Azurit. Und schicken die für 20 nur. Und 50% Chance auf 100 mehr Ruf. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Und die Kriegskampagnen-Dinger, die sind auch jetzt ein bisschen anders als früher, ne? Die sind nicht mehr mit eingewoben in die Story und die Klassenhallen haben sie auch rausgenommen und so weiter und so fort. Ich muss sagen, jetzt fühlt sich WoW tatsächlich mal wieder an wie WoW von früher. Nur,
in neu und aufgehübscht und frischer und anders halt. Aber im Charme und im Stil und im Questing-Stil und so weiter wie früher. Und das gefiel mir tatsächlich besser als dieses blöde ständige, ich muss jetzt die Mission machen, aber ich brauche gar nicht die Ressourcen oder ich brauche nicht gar nicht Ressourcen, sondern Ordenshallen-Ressourcen und dieses Ressourcenfarmen, das hat mich einfach aufgeregt. Das war nervig, das war langweilig. Man sagt, und man konnte nichts um diese Kack-Ressourcen machen. Von daher, naja. Egal, wir fliegen jetzt noch einmal da hoch und dann ist vorbei für heute. Wir haben jetzt genau geschafft, 46% von 117. Das ist okay, das machen wir so und das reicht. Und ja, ich komme jetzt um 10 Minuten früher ins Bett als gestern. Oder ne, eine Stunde früher, ne? Halbe Stunde früher ins Bett als gestern. Das ist okay. Oder genauso spät wie gestern, aber es ist okay. Denn so konnte ich heute Morgen, oder habe ich heute Morgen auch ein bisschen länger gepennt und so. Und alles top, alles gut. So verfahre ich heute auch und morgen dann noch einmal arbeiten und dann auf zur Maximalstufe. So, wir loggen uns jetzt hier aus in dem Gasthaus und dann ist Sense für heute. Wer seid ihr denn? Und wir machen dann morgen weiter, meine Lieben. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Stream, Let's Play, whatever. Zu Level 120 und unser Jäger sieht irgendwie gar nicht so verkehrt aus. Es sieht zwar immer alles komisch zusammengewürfelt aus, aber von hinten sieht er gut aus. Von vorne, naja, von hinten, von vorne fui, von hinten hui. So nach dem Motto, nee, aber der Umhang gefällt mir echt. Was ihr wolle. So, dann sehen wir uns beim morgigen oder am morgigen Tag. Bis dahin, euer Palooza LP. Gehabt euch wohl, lebet wohl, seid frei wohl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr das mitgemacht habt, auch mit den Stream-Schnitten. An die Leute von YouTube, wir haben es fast geschafft. Ihr seid auch bald durch und ja, ihr seht es leider etwas später, wenn ihr den Stream nicht gesehen habt, weil ich muss das ja auch dann alles noch schneiden. Und ich meine, das sind jetzt schon über 18 Stunden Material, ich muss das alles cutten und gucken und machen und tun. Aber wir kriegen das hin, das kommt auch alles auf YouTube und von daher, ich wünsche euch was. Bis dahin, euer Palooza LP. Tschüss. Oh, meine Stimme versagt auch langsam. Naja, auf Wiedersehen, bis dahin. Und noch einen schönen Rest morgen Mittag oder Abend. Ich bedanke mich. Genießt morgen noch den letzten Stream. So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zum WoW-Livestream von Battle for Azeroth. Ich suche gerade meine Schuhe. So, jetzt haben wir sie. Und, jetzt erstmal hier alles wieder einrichten und jetzt geht's weiter. Heute machen wir auf jeden Fall 120. Also, habe ich jedenfalls vor. Ich hoffe, das klappt auch alles so, wie ich es plane. Also, ich sag mal so, 20 nach 12... Confirm ich einfach mal, haben wir 120, hoffe ich, wenn ich gut bin. So, wir sind in, achso, wir müssen erstmal eine Bergbauquest noch abgeben und wir sind jetzt in, wie heißt's? Das Meer. Am Questen. Bei der Schildkröte waren wir stehen geblieben, genau. Da fliegen wir jetzt auch gleich hin, aber ich gebe erstmal die Bergbauquest ab. Ich bin mal gespannt, ob ich heute 120 werde. Oh, die ganzen Treppen gehen mir schon ein bisschen auf den Zwirn. Ich freue mich schon darauf, wenn man fliegen kann. Aber das wird ja sowieso noch ewig dauern. Ein paar Patches. Einen besseren Handel kriegt ihr nirgendwo. Zack. Hier gibt's Rares gegen Bares. Alles klar, Rares gegen Bares. Hier gibt's die besten Waren im ganzen Imperium. Jo, die besten Waren im ganzen Imperium. Die beste Ware ist immer noch der scheiß Dino, den ich mir nicht leisten kann. 5 Millionen, Alter, das sind so viel, ist so viel Gold, davon muss ich noch ewig scheffeln. Ich habe jetzt erst 1,2 Mille.
Mit dem Vermögen von dem anderen Charakter, ja, 1,45 Mille ungefähr, also 1,5 Mille, 1,5 Millionen habe ich. Komplettes Vermögen. Und das ist jetzt nicht gerade wie viel. Was hat euer Aufenthalt für einen Zweck? Mein Aufenthalt hat den Zweck. Oh krass, ich muss den ganzen Weg reiten. Okay. Wir fliegen jetzt erstmal zu den Ruinen und dann laufen wir den Weg. Aber vielleicht hat es ja auch Vorteile, dass wir laufen. Vielleicht, vielleicht. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja da ein bisschen Erz auf den Weg. Ihr habt noch unverteilte Talente. Geht das, bezieht sich das hier auf meine Haustiere oder so? Nee. Kriegsmodus ist auch noch aktiv. Spezialisierung. Ja. Kriegskampagne habe ich ja auch noch nicht gemacht, aber ich habe hier zwei verfügbare Missionen. Warte mal, kriegt man das ins Inventar? Nein, die wurden scheinbar sofort angerechnet. Ich habe Ruf nämlich bekommen für die... Ach guck mal, Talanjis Expedition. Für die... wie hießen sie? Eitrig Geschworene? Eidgebunden. So, und wollen wir mal gucken. Eidgebundene. Ah ja, klar. Guck hier, 225 Ruf habe ich bekommen. 100 und. Ne, 125 und 100 Bonus, weil ich die Bonus-Dings hatte, erfüllt hatte. So, Talanjis Expedition freundlich. Na, guck mal, die Voldunai haben wir aber jetzt wohlwollend. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Ihr entgeht mir nicht. Ihr entgeht mir. Ja, und wenn irgendwas ist wie ein Kind und so, dann bin ich natürlich weg vom Rechner, das wisst ihr, ne? So, dann reiten wir mal zu den Tortolanern da hoch. In der Hoffnung, aber weißt du was? Vorher einmal buffen. Also mit dem Buffhut und mit dem... Zack, zack, alles gebufft und weiter geht's. Ach, das ist da oben. Ich dachte jetzt gerade, das wäre die Kriegskampagne. Guck mal, vier Ausgrabungsorte hier. Und da auch noch. Aber ich gehe jetzt erstmal her und mache die Quest. Wir müssen dort... Ist hier Erz? Da. Ha! Top, ein reiches. Also ich habe das Erz, was ich gestern ins Auktionshaus gestellt habe, habe ich heute verkauft. War mal eben wieder auf 4000 Gold, ne, für das bisschen Erz. Guck mal, 6 Stück, sehr gut. Jetzt checke ich auch erstmal. Ist schon einer in der Gilde wieder 120 geworden. Offline-Mitglieder auch mitgezählt. Und dann nach Stufe sortiert, bitte. 1, 2, 3, 4. Ich werde der Fünfte dann. Ha, geil. Ich werde der Fünfte in der Gilde diesmal. Letztes Mal wurde ich beim... bei Mists of Pandaria wurde ich der Zwölfte. Bei Lich King war ich der Erste tatsächlich in der Gilde auf Stufe, Maximalstufe. In Cataclysm war ich Stufe... Oh. War ich auf Stufe... Welche Stufe war ich in Kata? Quatsch. Die Kleine irritiert mich gerade so ein bisschen im Hintergrund, aber ist nicht schlimm. Ich denke, man hört sie, ne? Sie will nämlich hier unbedingt rein, weil sie mich jetzt quatschen hört und so. Die steht nämlich vor der Tür und wartet, dass ich die Tür aufmache. Sie quengelt gerade quasi bei Susi. Mama, da. Ich will da rein. Hier ist die Schildkröte wieder. Ach, die tut mir so leid, ne? Vor allem, Alter, die ist so brutal hingerichtet worden. Die tut mir so mega leid. Kata war ich, glaube ich, der Vierte oder Dritte? Ich glaube, der Vierte. Auf Level, Maximallevel. Okay. Die will uns einfach angreifen.
Kata war ich der vierte, Lich King war ich der erste, Mists of Pandaria war ich der zwölfte, in Warlords of Draenor war ich, glaube ich, der sechste oder siebte, und jetzt, dann in Legion war ich der fünfte, und jetzt, glaube ich, werde ich wieder der fünfte. Aber gut, ich meine, jetzt habe ich auch nicht so viel Zeit. Lich King damals hatte ich... Ne, ich ging noch in die Schule, ich hatte Ferien, zack, konnte ich auch der Erste sein. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich werde der Fünfte dann. Solange keiner ankommt, der höher ist als ich. Und das Erz hole ich mir auf jeden Fall da. Das lasse ich mir nicht entgehen, auch wenn jetzt hier ein paar Mobs davor sind. Die Erze scheinen echt gut wegzugehen im Auktionshaus. Und da es keine Barren mehr gibt, scheinen die wirklich noch besser wegzugehen. Allein schon für Schmied und Dings. Gehen die gut weg. Ich schätze mal, das liegt daran, dass es halt keine Barrenform mehr gibt, sondern nur noch die Rohform. Und dementsprechend man quasi den Verlust von dem Barren wieder ausgleicht innerhalb von Gold. Also durch Gold, wie auch immer. Also durch den, man hat ja, sagen wir mal, 40 Gold für den einen Barren gekriegt und 20 Gold für ein Erz. So, aber dann dachten die Spieler sich bestimmt, nee, pass mal auf, wir haben jetzt 40 Gold Verlust quasi dafür, dass es nur Erz gibt, dann machen wir das Erz halt bei 60 Gold. Weißt du, wie ich meine? Nee, ist nicht dein Ernst, ich muss... Oh Mann, oh nein. Wie ekelhaft, ich muss in die Schildkröte rein, in die Eingeweide, oh Blizzard, ist das dein Ernst? Hier haben sich vor allem welche niedergelassen in den... Das ist ja voll abartig. In die Luft gejagt, okay. Ach so, in die Luft gejagt im Sinne von... Boom, Explosion. Ist noch nicht bereit. Alter! Die reden nicht nur von Boom-Explosionen, die machen es auch wahr. Aber kann das sein, dass wir jetzt hier die Schildkröte quasi von innen reinigen und... Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die Schildkröte wiederbeleben kann. Ich kann vielleicht mit dem Geist oder so sprechen von der Schildkröte, von dem Schildkrötenlore, aber ich kann nicht, bestimmt nicht die Schildkröte hier ihre körperliche Form wieder zurückerlangen lassen. Never ever. Das wäre so ein Mindfuck. Und nicht nur ein Mindfuck, sondern auch so ein Story-Fuck, weil da müssten sie ja die auf der Karte entfernen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Ich kann diesen Gegenstand noch. Aber die ist echt riesig. Die ist ja fast so riesig wie die Schildkröte von Mists of Pandaria, das Startgebiet der Pandaren. Wie hieß die nochmal? Tinzanzu oder sowas? Irgendwie so in Chanzu? Irgendwie so in der Art? Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber Mists of Pandaria war jetzt nicht so mein Add-on, hatte ich ja schon mal erwähnt. Mists of Pandaria hat zwar Spaß gemacht und es war echt schön anzusehen, das Gebiet und wie die das designt haben und so weiter, und es war ja dann das erste Mal dieser Grafiksprung drinne, also so richtig HD-mäßig, wo man sich gesagt hat, boah, klasse, aber storytechnisch war das jetzt nicht so mein Fall. Haben es in WoD leider nicht besser gemacht, aber dann kam ja Legion raus. Der Übergang, der war irgendwie komisch zwar von WoD auf Legion, aber... Sie haben es relativ plausibel gestaltet und Legion dafür echt schön. Und der Story-Übergang von Dings auf BFA, ja, wirkte auch erst komisch, aber jetzt im Nachhinein tatsächlich einigermaßen verständlich. Ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir heute 120 sind. Ich meine, jetzt sind wir gleich 118. Oh, die Bluttrolle sehen einfach mega aus. Schade, schade, Marmelade, dass man die nicht spielen kann. Und dass man generell auch in der Beta noch nicht die Trolle spielen konnte, ne? Die Sandalari-Trolle und sich die angucken konnte. Das finde ich auch komisch. Ich brauche ein Ziel. Nur die normalen Trolle halt. Aber in der Alpha waren die, meine ich, drin. Bin mir jetzt nicht sicher.
Also ich habe sie in der Beta jedenfalls nicht spielen können und auch nicht sehen können. Auch nicht die Kultiras-Menschen. Und das. Ich, vor allem dachte ich jetzt so, mit dem Update hier, zack, Battle for Azeroth, hier habt ihr direkt eure neuen verbündeten Völker. Aber nein, leider nein. Hätte ich gerne gehabt. Hätte ich echt gerne gehabt. Ich hätte nämlich dann jetzt als nächstes mein Magier so peu à peu hochgespielt. Auf Ali-Seite. Den ich mir extra geboostet habe für die verbündeten Völker. Und hätte mir dann Kultiras-Menschen erstellt. Naja. So ist das halt. Muss ich noch Geduld haben, leider. Ach, guck mal, die Maske ist despawned. Sehr gut. So, da müssen wir jetzt nur noch. Jungo. Ein Gesichtsloser. Der gesichtslose Jungo. Ich kann dieses Ziel. Den müssen wir jetzt noch killen. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Das kann ich nicht angreifen. Nee, warte mal. Ich gehe noch ein bisschen hier rüber. Sitzt dann zwar in der Magensäure hier oder was es sein soll. Ich finde das voll eklig, hier in der Schildkröte drin zu questen. Guck mal, da siehst du die Rippen und die Wirbel. Alter. Ekelhaft. Sorry. Ach, guck mal, ich glaube, wir müssen die Beschwörerin nur töten, nicht den Gesichtslosen. Weil die jetzt hier auch so angezeigt wird. Und der gelbe Punkt mitgewandert ist, also wird es wohl nun die sein, die wir killen müssen. Und ich glaube, das. Oh, verängstigen. Blutblitz. Kommt so ein kleiner Bluttropfen auf mich zugeflogen, ekelhaft. Vier mich doch. Ist mir egal, du bist jetzt eh gleich tot. Ich höre die Hanna gerade im Hintergrund. Krei, krei, krei!